Ja. Wir sollen ihn ja bei Mitternacht treffen. Ich weiß auch schon, wo wir ihn treffen sollen. Ihr lest das mal ein Stück. So. Hier müssten wir ihn, genau, da müssen wir ihn treffen. Ich glaube, für eine richtige Unterhaltung muss ich da irgendwie hochkommen. Ernsthaft jetzt? Was für eine... Ich höre ganz, als ob... Dann rieche ich das mit der Statue hier. Von mir klaut niemand! Hä? Ich hab nichts gewusst. Wo bleibt der Mückenlehrer jetzt? Oh oh, ich glaube Konrad ist noch wach. Nein, nicht wirklich. Hallo? Uhu. Herr Konrad Uhu? Nein. Dein karamellfarbenes Fell. Wie ein Sahnebonbon. Uhu. Ich glaube, der schläft. Ja. Ich glaube, der Herr findet seine Diät wohl doch nicht so toll. Nur staubige alte Papiere. Hey, eine Spielkarte. Hey. Na also. Wie gemacht für einen Pelikan. Einen tödlichen Kampfpelikan. Sir Schnabelhead. Okay, und wo geht's hier hin? Oh Mann, ganz schön duster hier oben. Und kalt ist es auch. Zu Hause dürfte ich nachts nicht auf Häusern rumklettern. Zu Hause würde ich jetzt mit der Taschenlampe und... Ja, okay. Da warte ich hier oben im Baum die ganze Nacht und keiner kommt. Auf der grünen Insel wird das keiner machen. Aber wenn du dahin willst, dann beeil dich gefälligst. Sonst gehe ich ohne dich durch den Baum und bring meinen Hut mit, du Knilf. Und ja nicht so einen wie deinen. Aber wie soll ich denn darüber kommen? Kannst wohl nicht schweben wie anständige Leute, du Süßteetrinker. Dann musst du zu Fuß rüber über den Ast. Das ist viel zu dunkel und zu hoch. Da sieht man ja nicht, wo man hintritt. Na, nur zu, du kleiner Erpresser. Wenn du vom Ast fällst, sammle ich den Hut einfach ein unten, während du Sternchen siehst. Nach deiner Hackenattacke auf mein kleines Leben hast du das verdient. Ein Typ ist das, es ist unglaublich. Okay, ich mag den irgendwie sehr. Was haben wir denn hier noch? Raben, Nüsse haben wir hier, kann ich vielleicht... Ein Netz mit Nüssen. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Konrad meinte, diese Nüsse seien der Stadtschatz. Anscheinend wächst Geld doch an Bäumen. Okay. Kaminfeuer, Rüstung, Stapel Bücher, Ausgang Konrad. Irgendwas Interessantes? Ein bisschen Feuerholz, etwas Asche, aber sonst nichts Interessantes. Keine angekokelten mysteriösen Briefe oder irgendwelche geheimen Gegenstände. Schade. Ein Tisch geformt wie ein Drei... Okay, wir kommen also hier rauf. Oh, ah, das war's dann auch. Wir haben sonst nichts Interessantes. Witze haben wir auch noch keine gefunden. Oh,
Was geht denn hier vor? Mir stehen die Körper zu, denn ich habe ihn entdeckt, aus dem Gefängnis seiner Existenz befreit und für uns urbar gemacht. Mir steht der Besitz zu, denn ich habe die 4 Metalle in seine Hände gelegt. Wenn seine Vergeltung beginnt, beginnt unser Werk. Mir steht das Land zu, denn ich habe ihn wissen lassen, in welcher Reihenfolge er sie in den Stamm treiben muss. Wenn sie ihre Wirkung tun, tun wir unser Werk. Mir gehören die Seelen. Von mir weiß er, wie viele Schläge er machen muss. Hat er sie gemacht? Machen wir uns ans Werk. Jemand lauscht. Nur ein Kind. Ein Mensch. Einer von uns. Die haben keine Angst vor uns, so wie es aussieht. Entschuldigung? Ein Kind? Wir machen uns Sorgen um dich. Menschen wie wir machen sich Sorgen. Siehst du genau hin, kannst du die Sorgen in unseren Gesichtern ablesen. Junge, wer weiß, dass du hier bist? Was, wenn du verschwindest? In einer unglückseligen Nacht wie dieser. Unglückselig? Aber ich... Bald wird diese Welt geheilt werden. Keine Sorge mehr, Geld. Um Grund und Boden. Um Glück, um Gesundheit. Aber du machst uns Sorgen. Aber er ist nur ein Kind. Ein Mensch. Einer von uns. Ich geh dann mal. Die sind mir ein wenig, weiß nicht, ich hab so ein bisschen Schiss vor denen, so. Die könnten... Oh, Blato, hallo. Da hinten über den Feldern tanzen ganz seltsame grüne Flammen. Ob das wohl Irrlichter sind? Wie unheimlich. Wer weiß, wer weiß. Okay, Sternenkarte, kann ich damit irgendwas anfangen noch? Oh, das mag und die Fieber. Ja, genau das. Name. Und da diesen Name. Das kenne ich ja schon. Bringt mich aber nicht weiter, okay. Dann rede ich noch mal mit der Maus. Wegen dem neuesten An- und... Oh, danke. Keine Ursache. Ich halt Darbe ohne ein gut gepfeffertes Käsefondue oder ein wärmendes Wort meiner Kameraden vor mir hin. Und all das damit wichtig tue wie du. Also, lass die Finger von Ma- Okay. Hier haben wir noch einen unförmigen Stein. Können wir mit dem vielleicht reden? Da flüstert wohl nichts. Okay. Sie will also immer noch ein Käsefondue. Ist ja auch verständlich. Der kleine Mann hat gesagt, dass er nachts auf dem Baum hinter dem Rathaus wartet. Ich sollte ihm den Hut wiedergeben. Vielleicht hilft... Aber dazu müsste ich da erstmal rüberkommen. Und dazu bräuchte ich, was ist irgendwie... Kann ich den Leiter mitnehmen?
Ne. Das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Dunkel. Da steht etwas auf dem Stein daneben. Miteinander sprechen, in Gedenken, andere dazu würde ich... Es gab doch hier noch diese Glühnüsse. Genau, hier gibt es doch diese Glühnüsse überall. Der Waldschrat sitzt wieder hier. Oh. Hallo, du bist wohl... Ich liebe dich. Dann... Ja, genau. Ich habe ein... Es geht. Möchtest du sie? Gefällt dir mein zwischen den Weltspiegel? Und vielleicht gibt... Vielleicht... Wieso schaut er gerade so seltsam? Der schaut so traurig gerade. Auch immer noch eine Glühnuss und dazu bräuchte ich vielleicht Glühwürmchen. Und eine Nuss dementsprechend. Schon zurück? Ist es wirklich in Ordnung, wenn ich so lange von zu Hause weg bin? An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, jetzt... Ich mach mit... So, ich beneide dich, doch es ist also... Der labert aber auch immer wieder dasselbe. Okay, hier ist nichts Interessantes. Hä? Wie jetzt? Kann ich eventuell mit dem Haken? Ich bin besser. Ich bin besser. Guck mal, jetzt noch dieses Brett. Zugenagelt. Hier kommt. Kann ich nicht wieder mitnehmen, oder wie? Wäre eigentlich cool, wenn ich das wieder mitnehmen könnte. Ich bin besser vor. Oder ich frage mal, ob die Leute hier vielleicht ein... Brett für mich haben. Schreinerei der Tiegelbrüder. Hier sind sie immer holzlich willkommen. Ein Wortspiel. Witzig. Ganz genau wie ich es mag. Okay. Brauchen Witze. Ich sollte mich... Ja, aber irgendwie klar, dass der nichts hat. Was sind denn Witz, Freunde? Habe ich Witz, Freunde? Ich sollte mich lieb... Bist du mein Witzfreund? Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Willst du mich verarschen? Der Typ macht Witze am laufenden Band. Das ist ein Witzfreund.
Kann man hier rasen, Papa?